Hey, cool, dich wiederzusehen. Das Werk hat uns ein paar gut aussehende Teile geschickt. Sie werden gerade in diesem Moment angepasst. Hier ist der Bericht. Guten Morgen und willkommen in Shanghai. Die nassen Bedingungen des heutigen Tages könnten sich als wahre Herausforderung für die Teams herausstellen, die sich gerade auf den Grand Prix vorbereiten. Ein herzliches Willkommen an unsere Zuschauer aus aller Welt und an meinen Kollegen neben mir. Wartest du auch schon gespannt auf dieses Rennen? Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich jedes Mal, die Rennautos auf der Strecke zu sehen. Es werden nicht alle sofort an ihre Grenzen gehen. Ich weiß, dass ein oder zwei Teams sich mehr der Aerodynamik widmen werden. Und das braucht meistens etwas Zeit. Doch später in der Session wird es auf jeden Fall noch interessant zu sehen, was für eine Leistungszunahme möglich ist. Ich weiß, es ist verlockend, sich ganz und gar auf das Rennen zu konzentrieren. Aber wir sollten die Qualifying-Simulation nicht gänzlich außer Acht lassen. Versuche sie vor dem Ende des dritten freien Trainings durchzuführen. Zur Reifenabnutzung oder einem Schaden aufrufen möchtest, drücke die MFA-Taste für die Multifunktionsanzeige und dann erneut, um zum Reifen- und Schadensbildschirm zu navigieren. Lass es anfangs ruhig angehen. Die Strecke ist nass. Thank you.
Uhr 10, Kurve 16. Thank you.
ist, würde ich einen Satz Intermediates nehmen. Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 2 Minuten 5,9. Ich kümmere mich um die Änderungen. Fertig, bereit. Zeit auf P4.
Lass uns nachsehen, wo wir noch etwas Zeit rausholen können. Zeit nicht verbessern können, sollten wir das Programm wiederholen.
Unsere beste Runde bis jetzt liegt bei 1,55,4. Bist du mit Intermediates am besten dran? Alles klar, wir wollen im Laufe dieser Session zumindest für eine Reifenmischung ein Reifenabnutzungsprogramm abschließen. Wir holen dabei wichtige Informationen bezüglich Strategie und Entwicklung ein. Es wird den Aufwand also wert sein. Alles fertig.
dich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden.
letzte Runde des Programms. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Hamilton, Raikkonen und Daniel Ricciardo. Danke, dass Sie heute beim freien Training dabei waren. Wir sind in Kürze mit noch mehr Formel 1 zurück.
kaum Gummiabrieb auf der Strecke. Lass es für ein paar Runden ruhig angehen. Thank you.
Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Thank you.
Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 41,9. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen nun fest. Ricardo, Rosberg und Lewis Hamilton. Das war's dann mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Es ist wirklich schwierig, ein schlecht eingestelltes Auto auf dieser Rennstrecke zu manövrieren. Für viele Kurven gibt es nur eine Linie und sie nicht zu schaffen, ist ziemlich verheerend. Bleib auf der Ideallinie und gewöhn dich an die Strecke. Das Team steht bereit, um Änderungen vorzunehmen, also lass dir Zeit und stell ein gutes Gleichgewicht im Auto her. Losgehen, sobald du bereit bist. Thank you.
etwas Zeit gekostet, die Schäden am Wagen zu reparieren. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,41,4. Fertig. Thank you.
alles bereit.
bist auf P5. Boxenstopp diese Runde. Komm diese Runde rein. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 41,4. Ein interessantes Training. Schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Rosberg, Ricciardo und Kimi Räikkönen. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Wie geht's? Hier hast du die Ziele für das Qualifying am Wochenende. Wir begrüßen unsere Zuschauer aus aller Welt bei diesem F1 Qualifying hier in Shanghai, China. Diese Strecke verlangt sowohl den vorderen als auch den hinteren Reifen ziemlich viel ab. Man kann wohl sagen, dass geschicktes Reifenmanagement nötig sein wird, um hier gut abzuschneiden. Der Verschleiß wird auf dieser Strecke wohl den Unterschied machen. Es ist recht einfach, die Reifen zu verschleißen, während man versucht, die Rundenzeit einzuhalten. Wenn die Balance von Anfang an stimmt, wie bei den Teams von Mercedes und Red Bull, kann man gut abschneiden. Du solltest ohne Probleme in die nächste Session kommen. Geh es also nicht zu hart an.
bist gerade die bislang schnellste Runde gefahren. Saubere Arbeit. Thank you.
schnellste Runde. Gut gemacht. Alles klar.
Das Wetter sollte erst einmal trocken bleiben. Wenn sich die Vorhersage ändert, sagen wir dir Bescheid. Das Qualifying ist abgeschlossen und wir können uns auf ein spannendes Rennen morgen freuen. Ihre Top 3 sind Hamilton, Rosberg und Daniel Ricciardo. Die Startaufstellung steht also fest. Jetzt fehlt uns nur noch das Rennen selbst. Schalten Sie auch morgen ein, wenn es ums Ganze geht. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ich bin's. Wollte nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen an dich weiterleiten und dir Glück wünschen. Mach's gut. Schwerster Wahrheit, Raffinesse, Ehrgeiz. All dies steht für die 15 Millionen Menschen in Shanghai, im fernen Osten. Und auch hier bei uns auf der Rennstrecke gilt das natürlich.
Auf dem Fahrerfeld erwarten uns ca. 20.000 Pferdestärken, die nun beim großen Preis von China gestartet werden. Der Shanghai International Circuit ist ein Hochgeschwindigkeitskurs mit 16 Kurven. Die langen und ab und zu auch immer enger werdenden Rechtskurven zu Beginn testen die Geduld der Fahrer, während an anderen Stellen der Seitenwind das Können der Piloten absolut an die Grenzen bringt. Es gibt zwei DRS-Zonen zur Unterstützung beim Überholen für Kurve 1 und dann nach der langen Geraden für Kurve 14. Heute steht mir wieder der quirlige Stefan Römer zur Seite und wir haben gerade so ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt und haben unter anderem über 2007 geredet. Ein wirklich irres Rennen mit vielen, vielen Überraschungen. Damit rechnen wir eigentlich auch heute wieder und deshalb können wir es überhaupt nicht erwarten, dass es endlich losgeht. Warum, Stefan, glaubst du denn, dass es auch heute wieder spektakulär wird? Ich würde sagen, ein Grund dafür ist die Strecke selbst. Diese Strecke ist eine ziemliche Belastung für die Bremsen. Du weißt, dass es hinten diese lange Gerade gibt, nach der dich in Kurve 14 eine Spitzkehre erwartet. Und die Kurven 6 und 11 sind auch ziemlich schwierig. Außerdem ist es eine große Herausforderung, hier die Reifenabnutzung der Vorderräder unter Kontrolle zu bekommen. Du musst während des Grand Prix also eine Menge beachten und immer auf Überraschungen gefasst sein. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Nico Rosberg macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Ricciardo, Raikkonen, Sebastian Vettel und ein Red Bull. Bottas, Massa, Button und Danny Quert. Alonso, Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. und Grosjean. Gutierrez, Perez, Pascal Wehrlein und Rio Hayato. Palmer und Eriksson. Felipe Nasser und Kevin Magnussen vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Thank you.
langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo.
Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Okay, Abstand zum Teamkollegen 1,3 Sekunden. Thank you.
wird. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 2,8 Sekunden. Thank you.
Also überhole es nicht. Bleib hinter dem Safety Car. Safety car wieder in der Boxengasse ist.
Informationen zu Sainz. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Thank you.
Informationen zu Alonso. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Thank you.
zu Sainz. Er wird wieder schneller. Nun glaube ich, dass sie das Problem lösen konnten. Auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen.
Rücksicht gegenüber deinem Teamkollegen. Ein solches Überholmanöver bringt niemandem was. Thank you.
Thank you.
Es sollte nicht regnen. Falls sich eine Sturmfront entwickelt, lassen wir es dich gleich wissen. Thank you.
1,9 Sekunden.
Distanz zum Führenden beträgt 14,4 Sekunden. Okay, Abstand zum Teamkollegen 3,0 Sekunden. Thank you.
mich über jegliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Ein paar Informationen zu Massa. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Mercedes hat heute einen großartigen Sieg gefeiert. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Heute war er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vor der Safety-Car-Phase haben wir ein komplett anderes Rennen gesehen. Aber er konnte es wirklich ausnutzen, dass sich das ganze Feld zusammengeschoben hat. Willkommen bei der Siegerehrung der besten drei des heutigen Tages. Was haben Sie heute in diesem äußerst schwierigen Rennen bloß für einen Aufwand betreiben müssen? Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Nach dieser tollen Leistung hat es an der Spitze einen Führungswechsel gegeben. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Wenn man sich überlegt, wo Romain Grosjean begonnen hat und wo er jetzt steht, das ist eine wirklich starke Leistung. Also kann nur er heute der Fahrer des Tages sein. Und so sieht es in der Konstrukteurs-WM aus. Red Bull hat seine Führung in der Weltmeisterschaft ausgebaut. Auch das Team von Mercedes hat sich wieder stark in Szene gesetzt und Boden in der Rangliste gut gemacht. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Ich bin's. Ich komme gerade aus einer Besprechung mit den Abteilungsleitern. Ein Thema war deine Leistung und sie sind sehr zufrieden. Sehr gut, aber jetzt nicht nachlassen, okay?